Was wertvoll aussieht, ist in Wahrheit wertloser Papiermüll, verkauft an ahnungslose Rentner zu absurden Mondpreisen. 380.000 habe ich bezahlt. Nicht? So. Sind Sie Millionär? Nee, das war mein Erbe. Angelockt werden die Opfer mit sogenannten Faksimiles, betrogen mit sündhaft teuren Buchattrappen, verhökert von skrupellosen Abzockern. Ein Insider packt aus. Sie verkaufen Produkte, die keiner will, die keiner braucht, die keinen Wert haben, die keinen Nutzen bringen. Und trotzdem gibt der Kunde am Ende 20.000 für das Buch aus. Verkäufer, so gierig wie abgebrüht, machen Millionengewinne mit falschen Versprechungen. Das dubiose Netzwerk der Buchdruckerkolonnen. Wochen später kommt dann der Nächste, der bietet wieder ein Buch an. Sie brauchen noch dieses Buch, um den Wert zu steigern ihrer Sammlung. Dann kommt wieder der Nächste, wieder eine andere Firma. Und so geht das dann über viele Jahre. Berlin-Tempelhof. Hier lebt Rentner Dieter Kries. Immer sparsam und bescheiden. Die einzige Wertanlage, die er besitzt, ist seine Brockhaus-Sammlung. Soweit, so gut. Doch irgendwann will er die Lexika zu Geld machen. Ich wollte ja gerne noch meine Bücher verkaufen, eben halt. Und das ist dummerweise nach hinten losgegangen. Das Drama beginnt vor gut 2 Jahren, als dieser Mann plötzlich vor seiner Haustür steht, Hüseyin Toko. Der 22-Jährige stellt sich als Buchvertreter vor. Angeblich unterwegs im Auftrag der Manufaktur- und Verlagsmanagement Exklusiv GmbH, kurz MVM. Er weiß, dass Dieter Kries eine Büchersammlung besitzt. Laut Firmenregister handelt die MVM mit exklusiven Faksimile-Büchern. Toko zeigt Interesse an Kries Brockhaus-Schatz, bestimmt sogar den Wert. Man hat da die Bücher eingeschätzt, komplett so wie ich alles hatte, auf eine knappe 1.984.000. Ein utopischer Wert, der nur, und jetzt kommt der Haken, erzielt wird, wenn der Rentner seine Enzyklopädie durch Faksimiles ergänzt. Die Nachdrucke historischer Werke wären der krönende Abschluss. Welch ein Zufall, dass Tokos Firma genau damit handelt. Kries glaubt ihm und überweist der MVM in nur 2 Jahren Unsummen. 25.000 MVM. 25.000 MVM. 20.000 MVM. Nochmal 25.000 MVM. 13 mal 25 und 2 mal 20. Insgesamt habe ich 380 überwiesen. Wobei 80.000, wie gesagt, als Provision für den Herrn Toko war. Wir wollen ja auch ein bisschen was verdienen da dran. So. Wir machen uns auf die Suche nach Hüseyin Toko, dem Mann, der offenbar bundesweit alten Leuten wertlose Bücher andreht. Im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen werden wir fündig. Hier soll er wohnen, der umtriebige Vertreter. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Warum machen die Kamera? Ja, wir suchen den Herrn Toko, Hüseyin Toko. Hüseyin Toko im Gefängnis. Der ist im Gefängnis? Ja. Okay, wir wollten mal über den Verkauf von diesen Faksimile-Büchern mit ihm sprechen. Die ist Wohnung nicht da auch. Ob Toko wirklich in Haft sitzt, ist unklar. Dabei hätte auch Rechtsanwalt Patrick Droll ein paar Fragen an den jungen Mann. Der Jurist vertritt Dieter Kries im Rechtsstreit gegen die MVM, hat die Kaufverträge zivilrechtlich angefochten. Er kennt die Tricks seiner Gegner. Die Vertreter sind extrem gut geschult. Und alle Menschen, die diesen Verkäufern glauben, sind im Grunde nur Opfer eines sehr gut durchstrukturierten Systems und einer sehr gut geschulten Verkäufertruppe. Die wissen ganz genau, welche Sätze sie wann wie sagen müssen, um bei dem Gegenüber entsprechende Emotionen auszulösen, was dann am Ende zum Abschluss des Kaufvertrags führt. Was man sagen muss, damit Opfer zugreifen, weiß auch dieser Insider. Er ist selbst als Verkäufer unterwegs. Gegenüber Spiegel TV spricht er exklusiv und erstmals über die perfiden Methoden und dreisten Lügen in seiner Branche. Man sagt, dass das alles so wie Mittelalter hergestellt worden ist. Man benutzt extra Superlative. Dass es was ganz Besonderes ist. Grandios, einzigartig. Das Beste, was je geschaffen worden ist. Gemeldet ist die MVM in Brück. Aber statt in einem repräsentativen Verlagsgebäude landen wir vor dieser bescheidenen Immobilie.
Laut Firmenregister soll der damalige Geschäftsführer der MVM ein gewisser Andreas Zillmer gewesen sein. Doch am Briefkasten taucht sein Name nicht auf. Hallo, guten Tag. Hallo. Wir suchen den Herrn Zillmer. Herr Zillmer? Zillmer. Andreas Zillmer. Ist nicht hier. Aber der wohnt hier, oder? Hat den Briefkasten? Nein, ich weiß nicht. Also, tut mir leid, kann ich euch nicht helfen. Und von der Firma MVM haben Sie auch noch nie irgendwas gesehen oder irgendwas im Briefkasten gehabt? Doch, aber ich habe das alles zurückgeschickt. Die MVM ist weg. Der Ex-Geschäftsführer sowie Verkäufer Tocco für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Angeblich haben sie sich ins Ausland abgesetzt. Das Geschäft mit den wertlosen Büchern, es floriert. Das Netz ist voll von Anbietern, die mit Faksimiles, also Kopien historischer Werke, handeln. Deutschlandweit soll es laut Ermittlern inzwischen mehr als 100 dubiose Firmen geben. Kein Wunder, schließlich scheint sich der Buchschwindel zu lohnen, auch für die Klinkenputzer, die sich selbst als eine Art Elite der Branche betrachten. Mit fantastischen Verdienstmöglichkeiten. Als guter Verkäufer hast du mindestens 20.000 im Monat. Also mindestens. Gab schon Verkäufer, die sind mit 100.000 nach Hause gegangen. In einem Monat. Also du musst skrupellos sein. Du gehst rein, egal wie oft der Kunde dir sagt, nee, möchte nicht und das ignorierst du einfach. Und die Abzocker wissen genau, was sie tun müssen, um nicht ins Visier der Ermittler zu geraten. Im Betrugsdezernat der Polizeiinspektion Gera ist es Tina Wedekind, die gegen die Tücken der Beweisbarkeit ankämpft. Tatsächlich ist es schwierig, weil jeder Buchverkauf an sich einzeln betrachtet keine Straftat auf den ersten Blick darstellt. Ja, es wird ein Buch überteuert verkauft, aber jedes einzeln ist schwierig, zumal die Geschädigten ja selber den Zusammenhang gar nicht herstellen können, weil verschiedene Firmen, verschiedene Vertreter zu verschiedenen Zeiten, zum Teil über Monate, kommt dann keiner und dann kommt wieder jemand. Das ist auch sehr schwer für die älteren Menschen, das in Verbindung zu bringen. Und somit haben wir dann auch die Informationen nicht. Hinzu kommt, dass die Opfer sich schämen und nicht durchschauen, dass hinter den zufällig wirkenden Vertreterbesuchen oft ein und dieselbe Firma steckt. Mit immer derselben Taktik. Die Besuche waren abgestimmt, die Besucher hatten auch Kenntnis, welches Buch ausgerechnet gefehlt hatte, hatten das auch tatsächlich dabei. Und so bin ich dann dahinter gekommen, einfach die Firmen mal zu vergleichen. Die IBAN-Nummern sind oftmals gleich. Hier haben wir drei verschiedene Firmen aus Gütersloh, Erlangen und Fürth, die dieselbe IBAN verwenden. Und letztendlich gibt es sehr massive Übereinstimmungen, die nicht mehr mit Zufall zu erklären sind. Das Wissen, wer sich als Opfer eignet, stammt vermutlich von hier. Der Bertelsmann Verlag in Gütersloh mit seinem Buchclub. Um den Direktvertrieb von Faksimile an der Tür kümmerte sich Tochterfirma In Media One. Was dann passiert, ist nicht die Schuld von Bertelsmann, sondern einzelner Mitarbeiter, die alte Kundendaten für neue, unseriöse Geschäfte nutzen. Da gab es Führungskräfte damals dort, die Kundendaten dort vom Rechner genommen haben. Ja, und dann damit ihre eigene Firma gegründet haben. Und ich denke mal, da wird ordentlich viel Geld für bezahlt, so weit über 100.000 Euro, um diese Daten zu bekommen. Von den Daten profitiert hat wohl als erstes die Firma WK Wertkontor aus Gütersloh. Auch sie handelt mit angeblich hochwertigen Faksimiles. Geschäftsführer ist Frank Feldtrupp, der ehemalige Direktor der Bertelsmann-Tochter In Media One. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Bielefeld unter anderem auch gegen ihn. Der Tatvorwurf: Betrug. Seit Bertelsmann 2015 das Geschäft einstellte, wächst die Zahl neuer Firmen mit alten und neuen Playern. Die Geschäftsführer der Firmen der ersten Generation, die haben direkten Kontakt zu dem Bertelsmann-Konzern gehabt. Es hat sich dann so weiterentwickelt, dass einzelne Vertriebsmitarbeiter dieser ersten Firmen irgendwann auf die Idee gekommen sind, das kann ich besser selber und dann geht mehr selber in meine eigene Tasche. Das Anwaltsbüro in Bielefeld gleicht einer Asservatenkammer. Und das Schadensvolumen liegt allein für diese Kanzlei im zweistelligen Millionenbereich. Das hat mal 4.000 Euro gekostet. Ja. Das hat nicht mal die Qualität vom Poesiealbum. Das ist ganz einfaches, billiges Papier und befeuchtet worden, um es auf alt zu trimmen. Anhand der Bücher kann man ja feststellen, welchen Auflagen die gedruckt worden sind. Und wenn man das mal hochrechnet und die Verkaufspreise
damit auch kombiniert, kommen wir auf ein Schadenpotenzial von etwa 250 Millionen. Treffen mit einem weiteren Insider der Szene. Auch er hat früher Rentnern vorgegaukelt, ihre Sammlung sei nicht komplett. Ihr Nachschlagewerk sei nur der Anfang. Im Portfolio hatte er dann ein ganzes Arsenal von fantastischen Zusatzwerken. Dann gab es eine Naturenzyklopädie, dann gab es eine Geschichtsenzyklopädie. Und das hat man beliebig fortführen können. Ja? Und immer wieder hat man dem Kunden gesagt, dass diese Werke die Ergänzung sind zu seinen Nachschlagewerken, was gelogen war. Und nicht nur das. Es wurde weiter gelogen. Denn als die sündhaft teure Lexikasammlung vermeintlich komplett war, wurden die Opfer in die nächsthöhere Stufe gequatscht, in die Königsklasse der Abzockerei. Und dann hat man ihn in den Faximile-Bereich eingeführt und hat dann halt gesagt, mit so einer limitierten Auflage eines Faximile-Buches hat man dann halt noch den größten Wert. Den Opfern wird suggeriert, dass sie ihr Gesamtwerk gewinnbringend verkaufen können. Doch in Wahrheit, so Gutachter Henninghaus, sind die Bücher das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt wurden. Als vereidigter Sachverständiger hat er schon viel gesehen. Aber das? Es ist einfach scheußlich. Es ist scheußlicher Kitsch. Und jeder Sammler würde sich davon abgestoßen fühlen. Der Profi muss das Buch nicht mal lesen. Schon der Ton macht die Qualität. Das verwendete Papier findet man normalerweise bei Speisekarten. Übrigens, für diese Bücher wurden mal 19.999 Euro gezahlt. Der Herstellungspreis dieses Büchleins in Deutschland liegt vermutlich bei 30 bis 60 Euro. Wenn es irgendwo in Indonesien oder Pakistan gemacht ist, liegt der Herstellungspreis vermutlich bei 5 bis 10 Euro. Vor Gericht hat Henninghaus auch das sogenannte Gebetsbuch der Hochfeste begutachtet. Ein Bestseller der Schundliteratur, der mehrmals zum Einsatz kam. Wir sind verabredet mit Herrn K., einem Mann, der viel Geld verloren hat. Aus Scham will er nicht erkannt werden. Seine Altersvorsorge, sein Erspartes, abgezockt von Gaunern. Der kam an und hat gesagt, guten Tag, Herr, Sie haben jede Menge Bertelsmann-Bücher seinerzeit gekauft. Wollen Sie die ewig behalten oder wollen Sie die verkaufen? Ich sag, eigentlich wollte ich die verkaufen. Doch bevor die Sammlung verkauft werden kann, müsse Herr K. erst weitere Bücher erwerben. In den Jahren danach geben sich die Verkäufer die Klinke in die Hand. Für 9.999 Euro, der Stolz von Venedig. Das Buch Prachtcode der französischen Thronerben, das waren insgesamt 35.000 Euro. Dann Media Exklusiv mit 9.999 Euro. Dann war wieder die Firma Kasi hier, am 8.12. Das große Buch der Liebe, das Meisterwerk der Buchmalerei, ich glaube 35.000 Euro ungefähr in Summe. Insgesamt gibt er über 200.000 Euro aus. Davon strich allein die Kasi Vertriebs GmbH fast 90.000 Euro ein. Das Unternehmen, das Rekordpreise für Ramsch-Bücher kassierte, sitzt in Herford. Geschäftsführer ist Senol Arapi. Heute werden unter dem Namen Kasi Staubsauger verkauft. Das Buchbusiness geht unter anderem Namen weiter. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo, Herr Arapi. Wir wollten Sie mal nach Ihrem moralischen Kompass fragen. Was erzählen Sie denn Ihrer Familie, wie Sie Ihr Geld verdienen? Hey. Auf schriftliche Nachfrage teilen die Anwälte des Unternehmens mit, man habe die Faksimiles zu marktüblichen Preisen angeboten. Der Verkäufer, der im Namen der Kasi bei Herrn K. war, ist übrigens ein alter Bekannter. Hossein Toko. Wir erinnern uns, am Anfang des Films war er noch im Auftrag der MVM unterwegs. Also das, was wir beim ersten Mal besprochen haben, so ungefähr um den Dreh, was sie darauf natürlich auch investiert haben, ne? Wird wahrscheinlich dieses Nummer dann überschreiten. Doch Toko und seine Auftraggeber waren nicht die einzigen, die hier abkassierten. Eine weitere Firma, die Herrn K. um sein Vermögen brachte, ist die Final Exklusiv GmbH, offiziell gemeldet in diesem Mehrfamilienhaus. Als kontoverfügungsberechtigt galt laut BaFin Ali Khalil, der selbstbewusste Mann, der gleich auf dem Balkon erscheinen wird. Hallo, Herr Khalil.
Wir wollten uns mal von Ihnen erklären lassen, wie das mit dem Bücherverkauf funktioniert. Ich habe keine Bücher verkauft. Ja? Ich habe auch ein bisschen davon erfahren. Ja? Ich glaube einfach, dass Sie da angefressen sind von dem, was diese Menschen damit an Geld verdient haben. Ja? Das ist Ihr Problem. Das ist Ihr Problem. Wahrscheinlich, ja, verdienen Sie gerade mal so viel, dass Sie über Ihre Runden kommen. Mehr aber auch nicht. Und können Sie und die Leute gut schlafen, wenn man den Leuten irgendwie das Geld auf diese brutale und niederträchtige Art und Weise aus dem Kreuz leiert? Kann es sein, dass Sie wirklich schwer vom Begriff sind? Ich frage nochmal. Ja, okay, wenn Sie sich mit dem Kopf nicken, okay, Sie sind schwer vom Begriff, das merke ich auch. Ja, dann gehen Sie zum Arzt oder sonst irgendwas und lassen Sie mal Ihr kleines Hirn prüfen. Ali Khalil bestreitet, etwas mit der Final exklusiv zu tun zu haben. Jetziger Geschäftsführer ist sein Bruder, Hussein Khalil. Auch ihn hat Herr K. dabei gefilmt, wie er ihm das Blaue vom Himmel verspricht. In der Nacht muss schon mein Geld da sein. Das, denke ich, wird allerspätestens sein. Ich denke mal, dass es auch schon in der ersten Aprilwoche sein wird. Ja, ich habe dann von einem Mitarbeiter eine Kaufbestätigung erhalten. Da steht drauf, für Ihre gesamte Bibliothek bieten wir ein Kaufangebot von 560.000 Euro. Das Angebot sollte bis zum 30.09. gültig sein. Bis dahin sollte ich das unterschrieben haben und eine Kaution von 6,25% hinterlegen, was ungefähr 25.000 Euro wieder gewesen wären. Spiegel TV liegt der unterschriebene Kaufvertrag über eine 500.000 Euro vor. Ausgestellt ist er auf einen gewissen Stefan Mertens, wohnhaft in Zürich in der Schweiz. Doch man ahnt es schon. Der angebliche Käufer war hier niemals gemeldet. Er existiert genauso wenig wie der Wert der verkauften Bücher.